Der nächste bitte. Ihr Name? Orschowski, Roma. Nationalität? Pole. Warum möchten Sie Anzeige erstatten? Hat man mir geklaut, mein Auto? Was los? Ein Pole, dem man das Auto geklaut hat? Egal, haben Sie schon irgendwelche Hinweise auf die Täter? Nein. Haben Sie schon mal bei Ihren Bekannten in Polen nachgefragt? Vielleicht haben die es ja. Naja, wie auch immer. Waren irgendwelche persönlichen Besitztümer in dem Auto? Persönliche was? Persönliche Besitztümer. Sachen, die Ihnen gehören. Zum Beispiel ein Hut, eine Tasche, Brecheisen. Jetzt ist aber genug. Willst du damit sagen, jeder Pole ist ein Dieb? Schon gut, die dummen Vorteile, Sie wissen schon. Sie müssen nur noch hier unterschreiben. Nehmen Sie meinen. Was? Ach, nichts. Ich bin noch mal kurz weg, einen neuen Kuli kaufen. Wo ist mein Portemonnaie? Wo ist mein Laptop? Olaf? Ach du Scheiße! Alarm! Krause! Na, worauf warten Sie denn noch? Hinterher! Und vergessen Sie nicht den teuren Volksheim! Ich halt das nicht aus mit diesen Idioten hier. Herr, bringen Sie mir mal bitte einen Kaffee. Sehe ich aus wie Ihre Sekretärin? Holen Sie sich doch Ihren Kaffee selbst. Also, Herr Künzelmann, mit so einer Einstellung werden Sie hier nie Chef von dem Laden. Entdeckung, er schießt! Oh, verdammt, er haut uns ab! Was machen wir jetzt? Sollen wir zu Fuß hinterher? Was? Eine Verfolgungsjagd? Zu Fuß? Ja, du hast recht. Hey, was ist los? Autobahnpolizei Lomnitz, wir brauchen ihr Auto. Aber ey, Schmalzlocke, was schlaberst du, ey? Du bist mein komplett krassen 3 BMW. Ey, Wichser, verpiss dich, sonst gibt's dir gleich türkisches Armageddon, Alter. Sieh mal. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Autobahnpolizei Lomnitz. Ich muss Sie bitten, Platz zu machen. Mein Kollege, er kann nicht mehr ausweichen.
Dann ab ihn! Yeah! Yeah! Rock'n'Roll! Mir reicht's. Wir setzen dem jetzt sein Ende. Schieß ihn in den Reifen. Ich meine, Fuß. Okay, auf deine Verantwortung. Ja, yeah, rekordverdächtig. Jawohl. Zehnfacher Überschlag. Ja, dann wollen wir mal. Nein, nicht! Warte! Oh, was denn? Ja, du weißt doch, was passiert, wenn sich bei uns jemand 10-mal überschlägt. Ach du Scheiße! Puh, das war aber knapp.